Freunde, ruhiger Stream heute, Freunde. Könnt ihr euch gleich dran gewöhnen. Ruhiger Stream. Ich hab mich geschminkt. Ich sehe besser aus, als ich mich fühle. Bin krank. Oh. Ja, ich auch. Haben wir dazu schon was gesagt oder sollen wir es Nee, einfach. ich hab mir nicht gesagt. Ah! Ich meine, lass mal einfach mal stehen lassen. Einfach Einfach mal mal stehen lassen. wirken lassen. Warte, ich mach mal die Bändchen da hin. Ich finde, man sieht das da noch besser. Oh, ich sag mal ja nichts dazu. Aber dass ich das bin, das wissen wir alle. Weil du trägst auch genau das, ne, was du immer sagst. Fick gut. Ich wollte So. das ja auch so haben, genauso wie Tiers. Genau so wollte ich das. Ah, Fritz im Chat sehe ich gerade. Nein. Ja. Herr Meinecke ist live hier im. Also, nee, ist er nicht, aber er ist. Ich muss gucken, dass ich mein Handy aushabe, dass ich gleich angerufen werde. Ja, ein bisschen schwierig. Oh, guck mal, siehst du die Ah, Handy. Fritz fällt's auch. Ja, Ja. guck mal, was hältst du denn davon? Alter! Ey, das ist wirklich. Oh, ey, das ist geil. Das ist awesome. Halt mal heran, ich mach mal hier scharf. Mach mal scharf. Ohne Ah, das Scheiß. ist so geil! Ey, die Farben sind auch geil. Ich feiere es mega. Es hat auch sogar Ey! eine Haptik. Wenn du drüber fährst, es hat sogar so eine Erhebung. Oh, das ist. Also, das ist richtig nice. Das Also ist richtig super Gerät. Gibt es das auch fürs iPhone 7? muss mal gucken. Glaube, kann sein, ja. Also Chris hat der Hauptinitiator gegeben. Also ein bisschen Awesome Power Styles. Und danach ist das halt dann entstanden. Ich finde es auch mega geil. Ich finde, wie schon gesagt, das sieht aus wie so eine Skatermarke oder so. Ja, wie Trasher so ein bisschen, ne? Ja, genau. Aber hier steht ganz klein. Da steht ganz klein drauf. Ich glaube, hier bei Survival Martin. Hier hinten, das ist nicht nur Deko, sondern das ist tatsächlich meine Haupternährungsmittel gerade aktuell. Davon ernähre ich mich zu 80%. Wenn ihr da Bock drauf habt, näher drauf einzugehen, kann ich euch gerne zeigen. Denn ich war tatsächlich beim Arzt und ihr ratet nicht bei was für einem Arzt. Richtig, Zahnarzt. Weil mir mein HNO-Arzt nicht helfen wollte, habe ich gedacht, komm, machst du weiter, wird schon irgendwie. Ich hab wie immer Freunde. Ja, ich hab heute echt mit mir gehadert, ob ich überhaupt live gehe. Aber seit vorgestern mit. Ach ja, Maja, wir haben dich noch gar nicht vorgestellt. Entschuldige bitte. Mit 40 Grad Fieber auf einmal flach gelegen. Also richtig. Also nicht jetzt hier so, oh, ich hab einen Schnupfen, sondern so. Töte mich. So richtig töte mich, schläfer mich ein, mach mich kalt. Nee, mein Schatz. Wann bin ich denn zum Zahnarzt gefahren? Ich weiß nicht mehr. Ich hab's komplett durch. Weiß ich nicht. Ich bin jedenfalls zum Zahnarzt, weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste. Hab da angerufen und ich kenne ihn halt schon ein paar Jahre und er ist halt echt auch fast schon wie ein Freund der Familie. Der Herr Becker, wenn er das sieht hier oder wenn er das hört, liebe Grüße gehen raus, hat mir quasi damit den Arsch gerettet, denn wir haben nämlich ein Röntgenbild gemacht. Das war direkt vor Ort, weil immer noch diese Problematik mit dem Blut. Sag mal, wie ist das eigentlich hier? Kann ich hier zeigen? Blut, das geht das? Kann ich das zeigen? Oder ist das verpönt? Ich meine, sind nur. Ja, ich weiß es nicht. Wollen wir das Harmloseste zeigen? Ja, Okay, ich zeig. das sieht man ja auch kaum Also, was. wer kein Blut sehen kann, der guckt jetzt weg. Ich wollte nur mal halt klar machen oder zeigen, wie das aussieht, wenn man seit 3 Wochen das Bild. Ja, das ist so 3 Wochen. Das ist jetzt quasi das harmloseste Foto. Die anderen Fotos zeige ich jetzt hier lieber nicht. Und jetzt hörte das nicht auf. Und hat mir halt echt Sorgen gemacht, dass ich vielleicht doch irgendwo hier eine Fraktur habe oder irgendwas. Und krasserweise hatte ich Glück, dass mein Zahnarzt mich rangenommen hat. Wir haben ein Röntgenbild gemacht. Nach 10 Minuten wussten wir, okay, es ist keine Fraktur, es ist alles heile. Und der Verdacht auf diese Nasennebenhöhlenentzündung, die ich auch schon bei meinem eigenen HNO-Arzt hatte, wurde dann quasi mehr oder weniger bestätigt. Ich habe jetzt ein Antibiotikum bekommen, das hat auch super angeschlagen. Was aber krass war, ich kam da aus dieser Praxis raus, bin nach Hause und bin in wie so ein tiefes Loch gefallen. Schüttelfrost, Fieber, es ging so böse los. Ja, und was war der erste Verdacht? Ganz genau. Der Punkt war bloß, dass du ja zwei Merkmale aufweisen musst, damit die den Test überhaupt machen. Und das ist der erste, ist halt, du musst mit jemandem Kontakt gehabt haben, der ihn schon hat. Oder du musst aus dem Risikogebiet kommen. Und das war beides nicht der Fall. Also gab es auch keinen Test, für, also kein, nicht, ist man nicht in diese Testphase gerutscht, wo es heißt, okay, wir machen jetzt den Test. Ja, krass. Und wusstet ihr, dass Leute, dass wir 12.000 Tests am Tag machen könnten? Das wäre das Maximum, was ich mitbekomme so. Und mit dem Wissen von Survivor. Mir wird gerade schon wieder richtig schön warm. Ruhiger Stream heute, Freunde. Kurze Story, kurzer Funfact. Ich habe bei Instagram gepostet, ich habe mir ein Paket bei Shop Apotheke bestellt. Da waren auch schon Sachen für den Bunker drin. Also ich wollte mir da halt auch ein First Aid Kit und so weiter. 150 Euro kam die Bestellung, da war allerlei Zeugs drin. Auch Kochsalzlösung für Notfälle. Kriege ich im Sendungsverlauf die Nachricht. Also Dienstag sollte es zugestellt werden, jetzt haben wir Donnerstag. Paket beschädigt und wird im Paketzentrum an die Verpackungsstelle zurückgesandt. Hä, dachte ich, in Rüdersdorf hat das Verteilerzentrum ja nicht verlassen? Ja. Ich habe dann angerufen bei der Shop-Apotheke, sage, Leute, was ist da los?
Ich glaube, die haben mein Paket aufgerissen. Die haben mir gedacht, da ist Desinfektionsmittel und Masken drin. Also war doch. Und jetzt ist das Paket quasi, bevor die überhaupt bei mir war, wieder auf dem Weg zurück zur Shop-Apotheke. Ganz, ganz toll. Viele Grüße gehen raus an die Leute bei DHL, die ja, gedacht haben, dass ich der Einzige bin, der noch Desinfektionsmittel bekommt. Und tatsächlich haben wir mir auch geraten, aufgrund meines Immunzustands, ich soll in Quarantäne. Und das befinde ich mich auch gerade. Was soll das denn hier? Was hast du gerade gelacht? Der will ja ins Bein pissen. Vor allen Dingen 30 Tage, Mann. Wir sind doch hier nicht bei Twitch, Alter. Ah, Fritz, schön, wie wenn er anfängt so zu nutzen. Ich warte, ich mach dein Telefon aus. Der ruft bestimmt noch an. Mach dein Telefon aus. Ich hab meins aus. Aber ich seh's trotzdem. Ist nicht bei dem Baumhaus irgendwas passiert heute? Hast du die Story gesehen? Nee, ich hab nicht. Nee? Hab nur gesehen, dass es irgendwie Probleme gibt. Genau. Mehr weiß ich auch nicht, aber da gibt's irgendwie Probleme. Fritz, was da los? Was gibt's für Probleme? Ruf mal an. Muss ich meinen Flug canceln oder was ist los? Fritz, du sollst mal anrufen hier. Mir hat jemand los. Mach mal FaceTime. Komm, wir machen FaceTime. Leute gucken zu. Oh, geht los. Nee, mal nicht anrufen. Upsi, jetzt ist weggedrückt. Hat er mich weggedrückt? Ja, ich glaube schon. Alter, FaceTime. Das ist, wo man das Gesicht sieht. Und könnte ja jeder anrufen. Könnte ja jeder sein. Ja, er ist lustig. Ich glaube, er ist lustig. Ach so, findest du witzig, ja? Anklinge du wieder auflegen? Mann, Fritz. Wie alt sind wir? Ein ruhiger Stream heute. Dudududud, ah, klar. Sobald ich ihn gehabt, dreh ich um. Ich muss gucken, dass man nicht die Nummer erkennt. Also dann hat er nämlich gleich ein Problem. Da ist er. So, ist doch schön. Du bist jetzt quasi da on stage. Ja, grüß euch. Ein bisschen Kopfschmerz, ein bisschen schwarz irgendwie. Du musst lauter reden. Du hast Nachbarn? So, erzähl, was los? Ich hab auch gesehen in der Story, du hast Probleme am Baumhaus. Was passiert? Ja, das kann ich doch jetzt hier nicht spoilern, Junge. Oder? Aber ich kann noch kommen, sagst du. Ja, das steht noch. Es gibt halt, ne? Ja. Was steht noch? Steht das Haus noch oder steht noch, dass ich komme? Der Wald steht noch. Beides steht noch. Steht noch alles. Wir können ja noch pennen, so. Es gibt materialtechnisch da ein bisschen Veränderungen vor Ort. Alter, segel ich da runter und ihr kriegt das nächste Gesichtsbeulen-Etui, dann bin ich dabei. Ich hab jetzt schon eine Rausfallschutzwand habe ich gebaut, halt eine, die zweite baue ich morgen. Hast du auch an Helme gedacht? Helme? Ich dachte, wir binden uns da fest mit der Tüdel. Ah, hatte Tüdeldraht, ne? Ärger. Freut mich, ich hab jetzt schon richtig Lust. Ja, aber bist dann wieder fit, ne? Ich hoffe. Na, guck mal hier, ich hab hier so ein cooles Zaubermittel. Nennt sich Antibiotika. Kriegen sonst nur Mastschweine. Naja, passt ja. Hat Tanzverbot auch genommen. 2 Tage später war er wieder fit. Boah, ich hätte doch gern das von Tanzverbot. Also willst nicht verraten, was da Phase war? Ja, es gibt halt, müssen wir halt eine Lösung finden, sag ich mal. Ja, vielleicht müssen wir da mal gucken, halt so, ne? Kriegen wir hin. Alles klar. Wollt ich noch was mitbringen soll? Hältst du schön die Fresse, weil ich krieg sowieso nicht durch die Flugzeugkontrolle. Ihr könnt was mit Paket schicken. Ja, schick doch mal. Er kriegt nicht raus aus dem. Mach da einfach mal ein kleines Care-Package fertig. Hier mal in der DDR hier. Schicke ich dir einen Hoodie oder was? Ja, gib mir doch mal vielleicht so eine geile Handyhülle. So eine. Ah, hier ist super great, meinst du? Lachst du über meine geile Handyhülle? Sorry, die Alter. Die ist der Wahnsinn. Also, das ist 18 Jahre Style, 15 Jahre ist es meins. Ja, absolut. Da sehe ich dich total mit. Absolut. Ja. Geisteskrank finde ich gut. Geisteskrank findest du gut? Ja, finde ich gut. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ja. Passt. Warte weg. Kann ich noch wen grüßen? Nein. Tschüss. Bitte, ich will eine Person grüßen. Ja, okay, ich grüße Sabrina mit Z. Sabrina, zack mit deinen Fusch. Oh, da ist dein Knie. Du hast dein Knie verdreht? Ja, Sabrina sei grüßt mit Z. Du grinst mir zu blöde. Das ist mir schon wieder viel zu blöd hier. Sabrina! In welchem Verhältnis stehst du denn zu Fritz? Oder die hängt liegt bestimmt unter ihm oder so. So, ja, war schön mit dir. Ich hab hier noch, guck mal, ich hab hier noch einen Zettel voll mit ganz vielen. Bist du viel Fiebertemperatur wieder auf? Ich gehe raus an Stöcki Michael für 20 Schweizer Franken, vielen Dank. Ist ein ruhiger Stream heute, Fritz, ja? Ist ein ruhiger Stream. Alge. Nee, ist heute ein ruhiger Stream. Heute ist ruhig. Ruhig. Einzelchat, beruhigt Stream heute. Du hast es noch nicht so drauf im Stream, du musst ein bisschen auch eskalieren. Oh, jetzt ist wieder. Jetzt hau den Fritz doch mal aus der Leitung, hält doch keiner aus, ey. Ja, Gerrit ist angekommen, Fritz hat's verstanden. Wer ist dafür, dass wir Fritz aus der Leitung werfen? Mach mal. Also leg auf die Scheiße hier.
So, mein Schöner, nicht vergessen, mich abzuholen vom Flughafen, klar? Bitte? Ja, nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt, sobald man den Heinrich liebt. Bis zum nächsten Mal. Och, besser hätte ich es nicht machen können. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht, und am Ende überlebt er nur knapp.